Ja, guten Abend, ne, und herzlich willkommen zu einem weiteren The Legend of Zelda Stream. Tears of the Kingdom. Jo, zuallererst, wie immer, die Warnung: Wer spoilert, das gilt für Twitch und für YouTube, der kriegt einen Bann. Es tut mir leid, dass ich das jede Folge erwähne, aber das hat seine Gründe. Tipps sehe ich auch nicht so gerne, ich will das Spiel selbst erkunden. So, das ist alles, was ich zu sagen wollte. Ja, nochmals: Hallo, herzlich willkommen zum heutigen Stream. Heute machen wir ein bisschen Erkundungsstream. Habe ich ja letztes Mal schon gesagt, dass wir das machen werden. Und zwar wollen wir unter anderem die Fee hier befreien. Und unter anderem, was ich zuallererst tatsächlich vorhabe, ich markiere mir ja offscreen hier die ganzen Crocs. Und die würde ich jetzt gerne mal einsammeln. Die habe ich alle mit so einem Blatt markiert. Ich habe mir auch, falls ich diesen Typen sehe, der will, dass man ihm beim Aufstellen von diesem Schild hilft, habe ich den mal als Mensch markiert. Und ich habe mir mal einen Brunnen hier, den ich noch nicht hier erkunden hatte, einfach mal als Kiste markiert, dass wir da auch noch reingehen. So, und bei einem Krog stehe ich tatsächlich schon direkt von Anfang an. Er steht direkt hier vor mir. Aber vorher muss ich meine Kisten öffnen. Gucken, ob da was Schönes drin ist, wie zum Beispiel ein schönes Windgewand. Was ist hier drin? Ein Ritterschild. Na gut, mein Ritterschild gibt eh bald den Geist auf. Ich musste ihn und der andere mal ausgehen kämpfen. So, weg mit euch Kisten. Du hast mir gute Dienste geleistet. Ich versuche ihn gerade zerbrechen zu lassen. Aber er will nicht. So. Dann muss ich jetzt erstmal Zielschießen machen. Wo ist Scheibe Nummer 5? Weg mit den Bäumen! Dann sehe ich mehr. Ach, direkt über mir. Okay, ersten Krog des Erdens schon mal eingesammelt. Okay, als nächstes gehen wir tatsächlich einmal kurz in den Himmel. Ich bin nämlich einmal aus Versehen in den Raum des Erwachens zurückgegangen. Ich sag aus Versehen. Und da habe ich auch einen Krog gefunden. So, einfach nach hinten gehen. Und hier ist der Krog. Den hatte ich tatsächlich nicht gesehen beim ersten Mal durchlaufen, ne? Ich denke mal, das haben viele. Ich denke nicht, dass den jemand direkt auf Anhieb bemerkt hat. So, den wollte ich nur eben kurz hier oben einsammeln. Ich muss auch dran denken, die Stempel zu löschen, wenn ich die Dinger einsammle. Damit wir nicht zweimal zum selben Ort rennen. So, als nächstes müssten wir zum Spähposten. Übrigens habe ich da rausgefunden, auch eher mehr so nebenbei, vorne ist aus welchen Gründen auch immer eine Batteriemaschine aufgetaucht. Im Übrigen, für die, die nicht wissen, was die Batteriemaschine ist, das ist das, was ich brauche, um die maximale Auslastung meiner Batterie zu verbessern. Dass ich die Sonau-Dinger länger nutzen kann. So, bei dir. Mische ich aber auch noch mal eben kurz. Ja, hier gibt es sogar einen Laden. Dann mach bitte meine Waffentasche noch mal größer. Ach, diesen Dance liebe ich. Den könnte ich mir 1000 Mal geben. Ja, jetzt konnte ich eine weitere Waffe mit mir tragen, ne? Dam da da da. Kann ich denn überhaupt was verbessern? Nee, ich weiß, dass die Schildtasche 10 kostet. Jo, warte mal. Wenn wir hier drüber rumlaufen, dann sehen wir das auch. Da vorne nämlich auf dem Stein. Da ist aus welchen Gründen auch immer einer unserer Maschinenfreunde nach unten gekommen. Und bei dem kann ich mir die mal eben kurz aufbessern, die Batterie, wenn ich Bock drauf habe. Aber jetzt gerade hätte ich eh nicht die Energiezellen dafür.
Ich dachte, ich will es euch zumindest mal sagen. So, hier oben drauf ist einer. Erwartet heute wirklich nicht, dass wir Hauptstory weitermachen. Dafür markiere ich mir die, dass ich die mal onscreen einsammle. Also nochmal zur Erklärung, was die Crocs angeht. Ich suche sie offscreen, aber ich sammle sie nur onscreen ein. Weil ich das schon auf Kamera haben will, beziehungsweise auf Aufnahme, Stream etc., wie man es sehen will. So, da vorne in den Turm ist einer. Da reicht es, wenn ich den Rhodonitstaat einmal raushole. Das war nicht mal beabsichtigt. Danke. Danke dafür. Den Bogen hättest du behalten können. Und es ist mir übrigens egal, wie langweilig ich es hier finde, wenn ich nicht in der Hauptstory straight folge. Das wäre aus meiner Sicht langweilig. Das ist ein gigantisches Spiel. Nur die Hauptstory zu machen, das wäre einfach nur lame. Das Spiel hat so viel zu geben. So, hier vorne ist unser Kamerad, dem wir beim Aufstellen des Schildes helfen müssen. Können wir auch eben kurz machen. Muss mir nur kurz das Schild angucken. Ah, okay, einfach was zwischenklemmen, dann passt das schon. So, das dürfte zumindest nicht nach vorne kippen. Lass los, mein Freund. Steht perfekt. Und wieder haben wir einer einsamen Seele geholfen. Diese Hand. Ich habe immer das Gefühl, sie will meinen Arsch begrabbeln. Och, gern geschehen. Die Gratis-Rubine. Ich habe im Übrigen auch ein bisschen Zeug verkauft nach dem letzten Stream. Ach, das ist ja nett. Gratis-Übernachtung. So, da. Da ist unser Croc. Wir haben hier ein Rätsel. Oh, ein paar Feuerfrüchte. Könnte sein, dass ich mittlerweile genügend hätte, um diesen einen Megadrachen aus der Luft zu holen. Oh, shit. Stimmt, ja, das ist Metall. Den habe ich nicht vor mitzunehmen. Hilfe. Rein mit dir. Geht doch. Und noch ein Croc eingesammelt. Ich kann mir eigentlich auch denken, das war beim vorherigen Zelda schon so. Unter jeder Brücke kannst du eigentlich einen Croc erwarten. Geht doch. Hab nur drei Pfeile gebraucht. Nimm den Stein. Oh, hi. So, ein weiterer. Bei verdächtigen Steinen mache ich das offscreen immer so, dass ich kurz vorher abspeichere, bevor ich die ausprobiere. Ob da ein Croc drunter ist. Aber dich kriegen wir. Wo? Da. Ich krieg dich. Hab ihn.
So. Das Blättchen wegnehmen. Ich sehe eine Brücke. Da hinten ist ein Biwarock. Da ist eine Festung, wo wir uns eventuell was abgreifen könnten. Aber meistens ist das nicht der Rede wert. Hallo, du trägst seltsame Kleidung. Ja. Was ist denn Rem des Schatz? Oh. Das stimmt, ich meine, den Rahmen, da gab es auch bei Breath of the Wild, mehr oder weniger. Na klar, warum nicht? Das klingt gut. Ja, ich konnte es gut gebrauchen. Ja, mit Tera habe ich es schon. So, hier unter der Brücke ich auch wieder einen Krog. Den hatte ich schon vom Weiten gesehen. Den Pfeil sehe ich nie wieder. Oh, hey, ein weiterer Krog. Ist alles ein Taschenplatz mehr, den ich davon habe. So, den Schrein hatte ich mir schon vom Weiten markiert. Hör auf, eigenständig zu handeln. Den C-Pub-Schrein haben wir gefunden. Bin schon gespannt, was uns hier erwartet. Rückwärtsgewandt. Ah, verstehe. Rückwärts. Eindeutig. Aber war hier vielleicht noch eine Kiste versteckt? Ich kann auch einfach. Easy. So, da liegt was für mich. Eine Fackel. Gut, den Bohrer, den brauche ich eh nicht so wirklich. Den habe ich einfach nur nebenbei mitgenommen. Komm wieder zurück. Jetzt darfst du weiterfahren. So, ich muss das Feuer wahrscheinlich auch wieder zurückbringen. Aber die Kiste war wichtiger. Bitte kipp mir nicht mehr diese Konstruktbogen. Die sind so doof. So, eins und zwei. Ich hätte auch eine Feuerfrucht nehmen können, um es mir leicht zu machen. Oder sogar den Rhodonit-Stab.
Okay, wie die Kugel wieder in sein Loch zurück. Warte mal, wir sehen gar nicht. Ah, ich verstehe schon. Das öffnet da oben. Ja, und die lasse ich gleich rückwärts in das andere Ding fallen. Muss nur im richtigen Moment L drücken. Easy. Was für ein leichtes Rätsel. Ein weiteres Segenslicht in unserem Besitz. Dieses Geräusch beliebig. So, den hier hatte ich mir markiert. So, wo ist denn dein Kumpel? Ach, da drüben. Ich habe eine ganz gute Idee. Die hat beim letzten Krog auch ganz gut funktioniert. Sie wird dir nur nicht so wirklich gefallen. Das ist nicht brutal, Leute. Solange sie mir rüberhilft. Guten Flug! Da hinten rollt er! Er liegt nicht im Wasser. Alles, was ich wollte. Jetzt muss ich nur auf die andere Seite. Ihr seid normale Exalfos, so von euch habe ich noch kein Foto. Das ist scheiße. Das ist ein gutes Foto. Das ist ein sehr gutes Foto. Das nehme ich. Auch wenn er ein bisschen abgehackt ist. Sieht wenigstens lustig aus. Ach, du hast einen Boomerang? Warte mal, den Pilz, den mache ich direkt mal ab. In dein Gesicht. Ist einfacher, als ihm ein Boot zu bauen, ne? Ach, guck mal, der war doch so ganz leicht im Wasser. Und ist hier rübergetrieben. Ja, hier, dein Kumpel. Gibt direkt zwei Krogsamen. So, den Krog hätten wir damit dann auch eingesammelt. Jetzt fehlen nur noch hier die zwei Sachen. Und eventuell was, das wir unterwegs finden. Da hatte ich mir markiert. Im Innern des Baums. Wo ist in dieser Gegend eigentlich überhaupt der Turm? Der von der Gegend? Ja, der ist arg weit von der Stelle hier aus. Aber wenn ich mich dorthin teleportiere, ist er nicht mehr so weit weg. Und in die Richtung will ich ja eh gleich. Der Renn-Ise-Schrein. Rein da. Springform.
Das gefällt mir überhaupt nicht, wenn du mit Springen anfängst. Ah, okay, ich verstehe schon. Wir brauchen eine Rampe. Und wir brauchen einen Ball. Wo aktiviere ich den Ball? Einfach das Ding hauen? Einfach das Ding hauen. Hui! So, ich nehme die einfach mal mit. Kann ja sein, dass ich die nochmal gebrauchen kann. Wie zum Beispiel hier. Da brauche ich aber nochmal eine extra Platte. Hält. Kiste ist erstmal wichtiger. Ein stabiler Sonanium-Schild. Das hat einen niedrigeren Verbrauch bei Sonar-Umbauteilen. Das heißt, da kann ich ruhig was draufpacken. Muss ich mir nur überlegen, was. Am praktischsten haben sich bisher Flammenwerfer, Ventilator und Rakete erwiesen. Der Scheinwerfer ist auch nochmal etwas praktisch. Der wäre zumindest für unten praktisch. Der Hydrant eventuell. Habe ich noch nie an einem Schild ausprobiert. Naja, so oder so. Erstmal nehmen wir das hier jetzt wieder weg. Kann ich mir ja noch später überlegen. So, hier muss ich meine eigene. Okay, probieren wir es. Fliegt es? Nope. Kann ich es eigentlich auch aktivieren, indem ich was auffallen lasse? Ja, kann ich. Okay, dann muss ich meine Waffe nicht aufbrauchen. Ah, besser. Hat aber lang gebraucht, um drin zu liegen. So, und ich sehe schon, da ist unser Segenslicht. Ja, war auch relativ einfach, ne? So, den da hatte ich mir auch noch gemerkt. Hier geblieben, mein Freund. So, Stempel weg. Und dann... Guck mal, das wäre sogar relativ nah an dem Punkt, wo ich hin will. Soll ich mir erst Ramdas Schatz gönnen oder erst das? Ich glaube erst den Schatz, ne? Und dann in den Untergrund. Und das Leuchtding einsammeln. Ja, da sind ein paar Bockblins. Die brauchen uns nicht interessieren. Da vorne ist safe ein Krog. Den sammeln wir eben kurz ein. Dann muss ich den nicht nachher nochmal holen. So, wo ist ein Stein? Ich brauche einen Stein zum Dazwischenlegen. Vorne sind welche. Ich brauche ein Boot. Kann man den Schlitten aufs Wasser setzen? Ja, der versinkt nicht. Oh, dann steht ja ein Plan. Und das weiß ich dann jetzt auch für die Zukunft. Fährt ja trotzdem, ne?
Auch wenn es komisch aussieht. So. Wo in diesem Kreis willst du denn hin? Ein neuer Freund wurde gefunden. Wenn ich schon weiß, dass das funktioniert, nutze ich das direkt für meine Zwecke aus. Weil das fährt nämlich relativ schnell. Komme ich gut voran mit. Draufsetzen, Abflug. So kann man auch Strecke gut machen. Hier ist sogar ein Schrein. Das war nicht mal mit eingeplant, der Schrein. Und da liegt auch nochmal ein Krog. Der Tennitenschrein. Kampftechniken werfen. Du willst, dass ich werfen lerne, okay. Aber das kann ich doch schon längst. Aber ich weiß, wie man wirft. Naja, ich habe ja genug zum Werfen. Warte mal. Wir kriegen ja die Möglichkeit eines guten Fotos von den Hellebarden. Easy. Ja, schön, aber ich weiß doch, wie man das macht. Danke. Hier mal was ausprobieren. Was kommt dabei raus, wenn ich an einem Bumerang packe? Dann haben wir doch den doppelten Bumerang. Bumerang mit Bumerang. Riecht der immer noch wie ein Bumerang? Jo. So, was ist in der Kiste? Eine Sonanium-Lanze. Na gut, ich hab's kaum Lanzen, ne? Ach komm, ich habe schon ein paar Boomerange. Ich kann ja so ein Au-Ding dran packen. Ach ja, stimmt ja, in Tempel darf man nichts ablegen. Beziehungsweise ein Schrein. Und ein Segenslicht. Bald noch mehr Ausdauer. So, jetzt ist der Grund, warum wir eigentlich hier hingereist sind, ne? Können ja auch mal auf den Berg hier gucken. Findet sich bestimmt irgendwas Schönes. Ne? Ist hier irgendwas? Nee. Ist in dem Wald etwas? Da können wir ja von oben gucken. Ja, ich sehe von hier aus einen Krog.
Da muss man einfach nur gut genug sein und das Ding in der Luft fangen. Hab's. Das hatte ich beim ersten Mal vermasselt. Ich sehe euch. Hab kurz überlegt, ob hier irgendeine Waffe in meinem Inventar ist, die gerade schreit, ich will zu Ende genutzt werden. Oh. Bevor ich sie treffe. Da will noch mal eine Bombe hin. Dafür sind diese Zeitbomben ganz gut. Da muss ich nämlich meine richtigen Bomben nicht aufbrauchen. Oh, stand noch im Radius. Aua. Kann direkt die nächste Bombe werfen. Oh, Elektroversion. Erstmal weg mit denen. Dann kann ich deren Überbleibsel fotografieren. Ein wunderschönes Auge, Leute. Ein wunderschönes Auge. Da macht man Augen, ne? Oh, mein erster Saphir, den ich finde. So. Ein Maxi-Trüffel. Konnte mir schon denken, dass hier aufsteht. So, einmal runter damit. Ein Topaz. Habe ich die eigentlich irgendwann mal fotografiert? Ja. Die Höhle sagt, ich will dahin. In ein paar Sekunden will ich dahin. Ich sehe schon was Interessantes. Ich könnte mein gerade fast kaputten Schild einmal austauschen. Aber dann sagen. Den wollte ich nicht. Den wollte ich. So, an die Sonanium-Lenze wollte ich das hier mal dran packen. Kann ich die Kugeln, die der wirft, eigentlich auch zurückschleudern? Ja, kann ich. Für deine eigene Kugel.
Und kaputt, das olle Mistding. Ich muss der Kiste einmal kurz hinterher. Davon hängt mein Leben ab. Huck. Den packe ich gleich irgendwo dran. Ich brauche eh eine weitere Bombe, ne? Erstmal wegsammeln. Oh, so viele Edelsteine. Elektroraubschleim. Du siehst nicht so aus, als ob du mir eine gute Zeit bereiten würdest. Kann ich die Kugeln zurückschleudern? Nein. Frage geklärt. In deine Visage. Ach, die Elektrofrüchte. Von dem wollte ich eigentlich ein Foto machen, sobald ich den Busch finde. Ich werde dir das Foto dann ersetzen. Oh, 12 Angriffsstärke. Der hat auch irre Haltbarkeit. Ich pack das aber tatsächlich andersrum ran. So, jetzt hat der Ritterschild richtig viel Haltbarkeit. Denn mal da hoch. Endlich unsere Beute. Was gegen Elektrizität? Eine Isolierrüstung. Oh. Ich kann endlich raus aus dem Laden hier. Warum regnet's? So. Ich stürze mich in das Loch hier, weil das nah an dem Punkt ist, wo ich hin will. Weißt du, viel wie einfach südwärts. Ah, guck mal. Recht nah ist auch der nächste Turm. Können wir jetzt nächstes Jahr die beiden Türme holen. Wenn wir die Feen machen. Hier ist doch irgendwo ein Krog. In den Wäldern kann man eigentlich immer mit denen rechnen. Mindestens einen.
Hier irgendwo versteckt sich doch ein Octarok. Von hinten. Komm noch mal aus dem Boden, bitte. Danke. Da vorne ist auch wieder ein Schrein. Ich wollte eigentlich heute die Fee machen, ne? Dass ich meine Ausrüstung verbessern kann. Um Gottes Willen. Ich würde mal sagen, ich habe die weggesprengt. Danke. Danke für die Ersatzwaffe. Seine Waffe ist verbrannt. Gut, wenn hier direkt vor uns ein Schrein ist, den nehmen wir natürlich mit, ne? Kiste. Ist auch direkt bei dem Loch, wo wir runter wollen. Kamisun-Schrein. Okay. Welches Übel? Oh nee. Ich darf keine Waffen und nichts benutzen. Was mit dem auskommen, was ich hier vorgesetzt bekomme. So, einer weg. Ich muss mit dem arbeiten, was ich hier kriege. Danke, dass du dich so sehr auf den Präsentierteller stellst. Ja, ist gekauft.
Okay, danke. Jetzt kriege ich meine eigentliche Ausrüstung, ne? Ja, und da war dann noch direkt meine Schreinkiste. War ein relativ leichter Schrein. Dann kann ich wahrscheinlich den Inhalt nicht mitnehmen. Sprungfederschild. Ich werde wahrscheinlich alles von mir bouncen lassen. Könnte praktisch sein. Betonung nicht auf könnte. So, jetzt will ich in das Loch gleich und die Rüstung holen. Fliege mal am besten direkt zu der Knolle. Dann habe ich nämlich instant Licht. Ohne dass ich mich in der Hinsicht anstrengen muss. Licht. So, da wollen wir hin. So zwischen Grün und Blau. Ich guck da die erstmal hier die Flammenlanze als nächstes aufbrauch. Was haben wir denn hier? Oh! Ich verstehe schon. Präsentiere das Auto. Das Auto der Zukunft. Hier knast du nämlich gerne mit. Hey, lass mich mal in Ruhe. Irgendwie haben sich die Räder instant gelöst. Das funktioniert so nicht. Ach, pfeif drauf. Die Dinger habe ich auch schon mal so beim Vorbeigehen gesehen. Ich will wissen, was die sind. Hallo? Du hältst was in der Hand. Warte mal. Ich fotografiere das mal ein bisschen weiter weg. Gnadenstoß. Okay, was bringt mir die Fähigkeit Gnadenstoß? Die Knolle ist nicht weit weg. Wenn ich sie richtig sehe. Ich sollte die Dinger immer mitnehmen, wenn ich sie sehe. Das sind Teleportpunkte. Machen mir das Leben hier unten leichter. Sag mal, bin ich doof? Ich habe zwei Rüstungsteile, die mir Licht bringen. So, die Wurzel liegt auch in der Richtung. Also können wir sie ruhig mitnehmen.
Ich brauch die nicht bekämpfen. So, weitere Wurzel in unserem Besitz, über die wir teleportieren können. Und die uns Licht spendet. Das ist irgendwie so ein Abgrund vor uns, laut der Karte. Ich glaube, ich komme da einfach nur nicht dran vorbei. Nee, den Ärger schenke ich mir mal. Nee, ich glaube, da muss man von einer anderen Stelle aus runter. Dann gehen wir jetzt zuerst zum Turm, liegt eh auf dem Weg, und dann holen wir uns da unten jetzt endlich erstmal die Fee, damit das vom Tisch ist. Eigentlich war mein Plan, dass das Ding nach oben fliegt. Lass ich es halt vom Berg aus fliegen. Da ist ein Trümmerstück. Die Stelle hier, die sieht verdächtig aus. Die sieht nicht nur verdächtig aus, sie ist auch verdächtig. So, komm her. Ich krieg das Teil nicht ums Eck rum. Easy. Doch nicht easy. Irgendwas fehlt hier offenbar. Glaube ich, erstmal hier irgendwem aus einem Brunnen raushelfen. Wie bist du denn dahinter gekommen? Hallo, kann ich dir irgendwie helfen? Was gibt's denn? Da ist der Schalter, ne? Okay. Ach, du stehst zu nah. So, in der Richtung soll es einen Höhleneingang geben.
ist wieder eine Geldmaschine. So, Höhle oder wirklich? Ah, ja, wirklich Höhle. Ich hätte ja auch über den Brunnen irgendwo hingekonnt. So reicht ja, wenn ich mich draufstelle, ne? Reicht, wenn ich einen Stein draufstelle. Gern geschehen. Was hat mich dich hier reingelockt? Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden. Ab in die Lüfte mit uns. Aber ich erkunde heute noch nicht, was da oben ist. Ich werde hier nochmal zurückkommen. Ich will jetzt nur das mit der Fee jetzt heute noch machen. Und eventuell, falls ich jetzt hier ein Loch findet, noch eben kurz die Ausrüstung holen. Da für eine riesige Insel hinter mir. Ah, guck mal, da ist das Loch. Der Hell? So, da in das Loch will ich rein. Da ich vom da unten nicht mal ansatzweise gesehen habe. Ja, ist ein Event. Weil ich noch nicht tief genug bin. Guck mal, direkt eine Wurzel. Kriegen direkt einen Lichtspender. Die Rüstung will ich auch noch mitnehmen. Ich bin komplett auf der falschen Seite von dem Ding. Was rollt denn da rum? Sieht ja mal mega lustig aus. Ach, da sind die Igas. Ich will dich auf dein Auto fotografieren. Das sieht mega genial aus. Aber ich lasse euch heute noch in Ruhe. Ich habe wichtigere Dinge zu tun. Den Untergrund, den werden wir auch irgendwann noch mal richtig erkunden.
Der Scheinwerfer steht eigentlich unter mir Licht, wenn ich den nutzen würde. Ja. Wenn auch nur kurz. Da war ein Lichtstrahl. Ich nutze den Kameraden irgendwie ganz schön aus, um voranzukommen. Guck mal, in der Richtung ist auch schon wieder eine neue Knospe. Knolle, Wurzel, kann jeder sehen, wie er will. Ich sehe darin eine Knospe. Oder eine Knolle. Die random Gegner, die hier unten stehen, sind eh relativ unwichtig. Mit den Öllichtern bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Setzt mir da schon wieder entgegen. Ein Soldaten, zwei Händer. Ja, ist gekauft. Ich mache einfach mal so. Jetzt hat es Aufladeangriff und die andere Fähigkeit. Ich sehe schon viel von der Grütze schon wieder. Ist hier noch mal ein Loch? Einem erstmal Schaden ist nicht weiter schlimm. Diese Musik ist schön. Da hinten wartet irgendein Riese auf mich. Die bekämpfen wir auch, wenn wir hier unten erkunden. Das ist eine gute Taschenlampe. Ja, schon wieder so ein Heini. Die geben mir wahrscheinlich Waffen, die vom Miasma befreit sind. Das ist deren Hauptaufgabe. So ein Schwert hält's mir denn da jetzt schon wieder entgegen? Das ist ein beschissenes Foto. Ich nehme lieber das Schwert. Einfach ignorieren. Ich sag nicht, hier ist auch schon wieder eine Wand im Weg.
Alter, geht's hier weit runter. Würde interessieren, wo das hinführt. Wo komme ich raus? Ich wollte eigentlich die Fee retten, ne? Habe ich bisher heute nicht immer ansatzweise gemacht. Bin ich überhaupt rausgekommen? Nutze ich das und fliege damit Richtung Turm. Oder auch nicht. Ich hoffe einfach mal, das fliegt hier jetzt runter. Das kann ich ja eben kurz da reinstecken. Einfach so, zurück zum Turm, ich schleudere mich nach oben und fliege diesmal in die richtige Richtung. Wir machen jetzt die Fee fertig, alles andere ignorieren wir jetzt. Dieser Gleiter, der will irgendwie nie so, wie ich es will. Der macht immer Faxen. Ein verzweifelter Versuch, auf diesen Drecksgleiter zu kommen. Nein. Hab keinen Bock auf euch. Ich nehme den Schrein immer mit, weil es ein Teleporter ist hier in das Gebiet hier. Falls ich hier nochmal hin muss. Bleibt mir von Leib, ihr Hässlichen. Das ist alles nur, um den einen Typen zu holen. So, komm her. Vertikal und horizontal. Das klingt unangenehm.
Ja, fahr da vorne runter. Die Kugel verarscht mich gerade, ne? Roll! Okay, wofür kriege ich hier einen Block? Ah, ich verstehe schon wofür. Musst du auf der anderen Seite dran kleben. Ja. Das wäre damit auch geklärt. Nehme ich mal mit. Ich verstehe jetzt schon. Roll. Wo sind meine Bomben? Du rollst dieses kleine Kackstück. Ich glaube ja wohl, es hackt. Okay, da kommt eine Lore. Irgendwie funktioniert das hier. So, ab die Kiste. Jetzt fahr wieder zurück. Hat das gedauert. Und das ist alles für eine Schleichmedizin. Ich glaube, es hackt. Hätte nicht wenigstens was Nützliches drin sein können? So, ich will nach wie vor den Typ jetzt holen. Will wenigstens den Erfolg heute noch haben. Da unten ist der Typ, den wir suchen. Ach, ich muss die Heugabel ja einmal aufsammeln, ne? So, wo ist der Typ? Und wo willst du hin, mein Freund? Da hoch. Das sollte nicht so ein Problem sein. Ich höre mir an, was hier das mit dem Typen ist beim nächsten Mal. Wo ist der Typ? Wo ist der Flötenheini?
Oh. Nein, Rennen interessiert mich gerade nicht. Mich interessiert der Typ, der auf seiner Flöte rumspielt. Danke dafür. Bett interessiert mich nicht. Großes Flötentyp. Wer von euch ist es? Hören wir das alles beim nächsten Mal an. Flötentöne. Das ist aber nicht so nett. Im Wald nördlich von hier. Das ist ein Scherz. Warum kriege ich hier Steine? Ja, wahrscheinlich von den Zelten da. Oder? Guck, da ist doch einer, der mit einer Flöte spielt. Oder? Nee. Okay. Da hinten ist ein Einsatz. Danke. Mich interessiert nur, wo der Flötenheini ist. Du hier einfach auf dem Baum sitzt. Ja, das sind simple Züge, los, such dich. Was ist denn dir passiert? Okay. Ach, du willst uns hier schleichen, ich finde, gönn dir. Nehmen. Ich bringe sie dir sofort. Ich suche eine Heite. Das ist bestimmt das Kind hier. Komm mal eben kurz mit. Leg los, Jung.
Ja, sieht schön aus. Er hat sein Versprechen wahr gemacht. Da hast du was Gutes gemacht, Junge. Gern geschehen. Ein Maxi-Edeltrüffel. Na, ich brauche mich ja jetzt nur dahin teleportieren, aber ich bringe jetzt erstmal den Krog zu seinem Freund. Das sollte nicht allzu schwer sein, tatsächlich. Ich könnte eine Rakete nutzen, aber das wäre ja zu einfach. Hier geblieben. Oh, das hier ist auch sehr einfach, was ich hier gerade veranstalte. Ich meine, ich kann ihn von oben aus greifen. Komm her. Da bin ich bei deinem Kumpel. Nicht unbedingt human, wie ich dich hochgebracht habe, aber ist in Ordnung so. So, da ist der Stall. Ich ganz am Ende erst das mache, was ich eigentlich den ganzen Abend vorhatte, ne? Ich kann auch direkt mein Pferd bestellen, weil ich weiß, dass ich die wieder ziehen muss. Hi. So, ich brauche den. Zusammen mit dem Zugzeug. Habt ihr euer Fahrzeug schon wieder geschrottet? Ja, das ist ein guter Grund gewesen. Ja, natürlich mache ich mir Sorgen. Da will ich doch die ganze Zeit hin. Jetzt muss ich nur überlegen, wie ich da überhaupt erst hochkomme. Ach, jetzt muss ich das Ding schon wieder reparieren. Da habt ihr euren Wagen wieder. Ja, ja.
Jetzt ist die Frage nur, wie ich das da hinten hoch bekomme, ne? Ich könnte natürlich hier mal komplett übertreiben und einfach ein paar Raketen dran packen. Und sie so nach oben befördern. So, wo komme ich da hoch? Ich brauche mehr Zugkraft. Das gibt's nicht. Jetzt habe ich immer noch die Frage, wie ich euch da hoch unboxiert bekomme. Das Pferd hat maximale Zugkraft. Nein, da geht wirklich nicht. Ich kann allerhöchstens die Räder leichter machen. Wenn ich euch jetzt nicht einen Beweg bekomme, dann habt ihr es nicht verdient. Vielleicht komme ich von der Seite da hoch. Am Ende des Tages muss ich nur irgendwie da oben bei dem Teil ankommen. Weg mit dir. Kann ich gerade überhaupt nicht gebrauchen. Komm schon, Pferdchen, du schaffst das. Du schaffst das. Ja, ich hab's irgendwie geschafft. Ich hab's irgendwie rüber geschafft. Von der anderen Seite ging's bestimmt leichter. Also früher muss man denen nur Geld zahlen. Komm raus. Hallo. Hab's geschafft. Bitte behalt die Hose an. Ja, eine ist noch. Und dann können wir unsere Ausrüstung unendlich aufbessern. Oder besser gesagt, bis auf Maximum. Ja. Nein, bitte nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich die Materialien habe. Guck mal, da bräuchte ich zum Beispiel Feuer- und Flederbeißerflüge und Feuerexalfos-Schwanz. Ich brauche bei allen Glutlingen. Da brauche ich nur Katkuda-Flügel und Kakuda-Augen. Habe zumindest eine Rüstung auf 3 heute gebracht. Oh nein! Schaffe ich es, dass meine andere Ausrüstung auch nochmal auf 3 ist? Dann nenne ich die Sequenz gerne normal. Obwohl, nee, schaffe ich nicht.
ich ein paar Leuchtsamen hätte, dann könnte ich das Untertageschwert auf 3 bringen. Schöne. Es fehlt nur noch eine von den Schwestern. Wisst ihr, hätte ich die ganzen Leuchtsamen unten nicht weggeworfen, ne, hätte ich mir sogar eine Aufbesserung nochmal holen können. Da wir zu schwarze Bockblindhörner und die Bernsteine. Schön, dass die auch endlich mal einen Sinn haben. Frostflügler. Ja, die Sternsplitter geschenkt. Da muss ich Leunen erstmal überhaupt finden. Da brauche ich ein Elektro-Ezalphos-Horn. Okay, Leute. Ich mache jetzt noch einen Teleport einmal kurz im Spähposten und gönne mir noch was von den Krogsamen, bevor ich Schluss mache. So. Ich würde sagen, ich kann mehr Bögen gebrauchen. Dieses Boom-Chaka-Boom-Chaka-Chaka-Chaka, das gönne ich mir gleich nochmal, richtig. Ich will gerade nur ein bisschen beschleunigen hier. Die Bogentasche verbessere ich direkt zweimal. Ah, guck mal, passt sogar gerade so. Ich liebe diesen Tanz, ne? Dafür liebe ich dich, Maronus, allein für diesen Tanz. Nochmal 2 Bögen mehr, die ich sammeln kann. So, ich will nicht im Regen Schluss machen. Hier unten ist auch viel gemütlicher. Okay, Leute, ich lege gerade den Controller beiseite. Das war doch ein entspannter Abend. Ich habe 2 Stunden gebraucht, um zu der Fee zu kommen, zu der ich eigentlich wollte. Na gut, eine Dreiviertelstunde ging für die Crocs allein drauf am Anfang. Und dann noch mal ein paar für die Schreine und den Turm. Jedenfalls, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst hinterher auf YouTube ein Abo und ein Like da. Auf Twitch ein Follow. Beides ist gegenseitig verlinkt. Von YouTube verabschiede ich mich als erstes. Ciao.